ordentlich Kohle. Dann machen wir uns einen Kohleblock. Jupp. Wir teilen das jetzt einfach mal auf. So. Wir machen uns ein paar Kohleblöckchen. Geht das noch? Nein. Flup. So. Denn die Kohleblöcke, die brennen langsamer durch. Also die brennen ewig. Fast. Das ist, glaube ich, das längste, was so durchbrennt. So, ich mache da aber erstmal nur einen Kohleblock rein, denn ich habe noch genug Marmor über. Erstmal. Ah ja, und was ich auch noch erzählen kann, ist jetzt, glaube ich, die zweite Folge und wir verhungern. Ich habe nichts zu essen. Erstmal habe ich vor, später mal ein paar mehr Essenssachen auszuprobieren. So. Und zum anderen möchte ich erstmal schlafen. Kaffee. Ah, lecker. Zum anderen. Nein. Immer wieder her hier. Ja, hier muss ich dann auch ein bisschen wieder terraformen. Wie gesagt, zum anderen will ich da auch mal auf etwas eingehen. Erstmal lieben Gruß an die Lisa, die Lady Lori. Sehr nette Dame. Oder sehr nettes Mädel. Hoppla. Die mir so ein paar Abonnenten dazu geschafft hat. Vielen Dank dafür. Lieben Gruß auch an alle neuen Abonnenten. An einen ganz besonders. Kai. Bester Kollege hier. Denn Kai ist ein Arbeitskollege. Wir hatten mal das interessante Thema Evolution und wie das alles so vonstatten gegangen sein könnte. Wie gesagt, könnte. Also die Evolutionstheorie und der ganze Kram. Ganz witzige Sache, er hat mich dann halt auf der Arbeit so angequatscht. Ja, hier, du hast das ja von der Arbeit, mit nach Hause mitgenommen. Ich sag, ja, wo soll ich es denn sonst mit hinnehmen? Ist das so richtig? Nee. Und ich sagte ihm, ja, wo soll ich es denn sonst mit hinnehmen? Und es ist doch. Ist doch witzig, wenn ich mal darüber quatsche. Und er hat dann auch so einen netten Kommentar drunter geschrieben, ja, Evolution. Ja, nein. Und wie war das wohl richtig gewesen und so ein Scheiße. Also, Kai, bester Kerl. Du bist der Beste. Der Udo, der singt für dich. Alter, voll geil. Entschuldigung. Ich entschuldige mich für die peinliche Gesangseinlage. Oh, das sieht doch schon mal richtig nett aus. Nein. Ah, lass sie schreien, die Gitarre. Ah, Katze. Oh, schön. Ich bin ja mehr so ein Rock-Heavy-Metal-Fan. Und ich liebe solche Musik, wo die Gitarre dann
so richtig schön daher klimpert. Und das Lied ist schon zu Ende. Und es fängt ein schöner Jazz an. Erinnert mich so ein bisschen an Edler bricht aus. Und wie machen wir das jetzt hier drinnen? Moment, ich guck mal eben rüber. Wie hat er das denn innen eingerichtet? Man kann da gar nicht reingucken. Oh. Ich habe eine Mail bekommen. Von einem eBay-Verkäufer. Denn ich habe mir ein neues Lenkrad gekauft. Yay. Oder sagen wir mal neu. Was heißt neu? Es ist gebraucht, aber... war nur dreimal benutzt worden. 3 Monate alt. Und das Logitech G920. Richtig geil. Ja, doof. Ich kann hier leider nicht reingucken. Darum würde ich sagen... was ist das für ein Holz? Fichtenholz. Das habe ich hier noch. Gut. Dann setzen wir hier nämlich ungefähr bei der Höhe. Oder ist das vielleicht zu tief? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich hätte einen höher bauen müssen. Sollen, können, dürfen. Damit das einigermaßen gut aussieht. Oder ich könnte hier Slabs reintun. Wäre die Decke nicht so hoch? Nicht so tief, meine ich. Ja, baue ich hier Slabs rein. Ich baue Slabs hier rein. Weil ich's kann. Ah. Ich brauche dafür nur noch Fichtenhölzer. Und wir werden die Slabs gebaut. So. Voll jazzy. Ah ja, gut. 6 Slabs. Gut, dann testen wir das nochmal aus. Hier muss ich auch nochmal einen Weg hinbauen. Also so einen Kiesweg hinsetzen. An unsere Marmortreppe. Hashtag Gönnung. Ich merke halt, mein Kaffee ist alle. Und ich habe unten eigentlich noch einen stehen. Hm. So. Slappity Slaps. So, schön sortiert. Ja, das sieht doch gleich besser aus. Oh, geil. Geil, geil, geil. So. Ne, wie gesagt, der Kollege, der sagte, ja geil, du nimmst deine Arbeit auch mit nach Hause, ne? Ich sag, ja, warum nicht? Und er fragt mich dann auch immer so, hast du dir jetzt mal Gedanken darüber gemacht? Ist er ja? Ich halte immer noch daran fest, irgendwo gab es mal einen ganz großen lauten Knall und die Erde ist entstanden, das Universum und all das drum und dran. Und durch einen riesengroßen... Oh, geil, Senf. Durch einen riesengroßen Zufall ist da halt die Erde draus. Oder die Erde, so wie wir sie kennen, wie man ja immer so schön sagt, ist da die Erde halt so draus entstanden, wie wir sie jetzt kennen. Ah, nein. Weißt du, was habe ich da jetzt abgebaut? Der Winterkürbis. Eieiei. Braucht aber noch ein bisschen. Nein. Was heißt so wie wir unsere Erde kennen? Man muss ja natürlich dazu sagen. Na. Geht doch. Nein. Oh, du Idiot.
Man sagt ja immer so schön, so wie wir unsere Erde kennen. Die sah vorher nicht wirklich so freundlich aus. Man kann eigentlich sagen, die sah ziemlich überlebensfeindlich aus. Hatte dann natürlich den Nachteil, da konnte nichts entstehen. Irgendwann ist die Erde dann aber erkaltet und durch Verdunstung oder was auch immer, durch irgendwelche Prozesse, oder halt eben halt durch die Abkühlung, ist es dann passiert, dass... Ist da noch was? Ah, wollte ich sagen. Durch irgendwelche Prozesse ist es dann so passiert, dass da Wasser entstand. Und dieses Wasser ist dann halt wieder kondensiert. Ne? Wasserdampf wurde zu ganz normalem Wasser. Müllwagen. Ah, ne, Tankwagen. Also Sprit. Wasser ist dann wieder kondensiert und wurde zu ganz stinknormalem Wasser. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Sollte aber eigentlich gehen. Wenn, dann kann ich sie hinterher, hoppla, noch ein bisschen runterdrehen. Ups, ups. So, ist dann alles erkaltet und Wasser kam wieder dabei dazu und ich glaube, zuerst haben sich Meere gebildet und irgendwann so ganz langsam entstand ein kleiner Kreislauf, ein Wasserkreislauf. Das Wasser ist ein bisschen verdunstet, kam irgendwo als Regen wieder runter und es haben sich Inseln und Festland und alles gebildet. Und sagen wir mal so, in diesem kleinen Tümpel, ja, nennen wir es mal dieser kleine Tümpel, sagen wir mal, da ist das Leben entstanden. Es war halt so eine kleine Ursuppe und da schwamm noch gar nichts drin. Der Kollege sagte dann, bestes Beispiel ist eigentlich die Kaulquappe. Da kann man die Evolution eigentlich ganz gut beobachten. So, ich muss eben... Neue Kühe. Neue Hübschen. Ladies. So. Da kann man das eigentlich ganz gut daran beobachten. Denn... Kopf juckt. Habe ich da einen Baum reingesetzt? Ja, ne? Okay. Denn die Kaulquappe, die wird ja, ist ja erstmal ein Ei, dann eine kleine Larve und so eine kleine Kaulquappe und die schwimmt da rum und ernährt sich, glaube ich, nur von Wasserflöhen oder sowas. Oder Algen. Und irgendwann später wird sie dann, kriegt sie dann Beinchen, die Kiemen fallen ab oder bilden sich zurück und dann wird aus der kleinen Kaulquappe ein Geschirrfrosch. Okay, Mail-Anblendung, schön. Fichtenholz. Katsching. Und so ist das anscheinend, so vermutet man, auch mit unserer Erde entstanden oder passiert, dass die Natur sich einfach gedacht hat, weißt du was? Ich habe hier meinen kleinen Chemiebaukasten und spiele jetzt einfach mal russisch Roulette oder Würfeln. Ne, ich spiele jetzt mal Kniffel mit dem Leben. Und wir sehen ja, was daraus geworden ist. Zum Glück. Denn die Natur, die hat sich dann gedacht, alles klar, wir brauchen erstmal eine Grundlage. Wir brauchen zum Beispiel Wasser. Wasser ist ja der Quell allen Lebens. Was brauchen wir noch? Energie. Wo kriegen wir die Energie her? Wir bräuchten eine sehr große Menge Energie. Was ein Zufall, dass wir da ganz oben einen riesengroßen Kernreaktor haben. Kern- und Fusionsreaktor in, was war das, glaube ich, 40.000 Kilometern Entfernung.
die Sonne, falls das jetzt nicht jemand nicht verstanden hat. Die Sonne produziert Energie. Unmengen. Ja, die verbrennt Gase und macht Kernfusionen und Reaktionen und was auch immer. Also die ist, weißt du, ein Atomkraftwerk. Das ist ja nichts da hinten dagegen. Und Spitze. Und dadurch sind im Wasser Reaktionen durch Atome, durch Mikroben. Oder Mikroben gab es ja noch gar nicht. Bestätige dein Abo, Papercuts. Oh Leute, warum kriege ich jetzt die ganzen Mails? Das nervt. Ich bin gerade mitten in der Aufnahme und ihr spammt mich hier mit Mails zu. Das geht doch nicht. So, wo war ich stehen geblieben? Wir haben jetzt einen Kernreaktor. Wir haben reaktionsfreudiges Material in Form von Atomen. Und irgendwelchen Verbindungen. Und dadurch ist dann irgendwann eine Symbiose entstanden. Zum Beispiel ein wie war das noch? Das hatte ich bei bei einem Astrologen? Ist das, glaube ich? Harald Lesch? Ist der Astrologe? Oder Astronom? Astronom? Ich weiß es gerade gar nicht. Der ist, auf jeden Fall hat er was mit dem Weltall zu schaffen. So ganz lustig gesagt. Hoppla. Und er hat halt erklärt, wie das alles entstanden ist. Relativ einfach. Mit einem Kollegen glaube ich auch noch. Und dadurch ist dann halt, sagen wir mal, das urzeitige Leben entstanden. Es waren einfach nur winzig kleine Atome, die miteinander reagiert haben. Es gab also eine kleine Reaktion und Interaktion. Ich mach mal doch ein bisschen leiser. So. Denn da gab es zum Beispiel eine Verbindung, die hat. Oh, wir sind voll. Ich schmeiß mal die Erde weg. Eine kleine Verbindung, die fing an. Glück gehabt. Die fing an, das Sonnenlicht zum Beispiel umzuwandeln in Ozon. Ja, von dem Wasser, ne, das schwamm ja alles noch im Wasser rum. Es hat gesehen oder gemerkt, ah, cool, wenn ich hier so rumdümpel, ich kann auch Sonnenlicht hier kriegen. Ich gehe mal wieder raus. Ne, ich kriege hier Sonnenlicht ab im Wasser und kann das in Ozon oder Sauerstoff umwandeln. Und da gab es eine andere Verbindung. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Es gab da so einen speziellen Begriff für. Und der sagte, also die zweite Verbindung Nummer 2, also die Atomverbindung Nummer 2, sagte, hey, cool, ich mag Sauerstoff oder Ozon. Und ich finde aber nicht so viel in dem Wasser. Was es damals noch gab. Oder ich weiß nicht. Ich meine, es war Ozon. Oder irgendwas anderes. Irgendein Nährstoff, den er da aber nicht so findet. Der hat dann, das Ding hat dann gemerkt, alles klar, pass auf, wenn ich jetzt daher gehe und bei dem Kollegen das, was er ausspuckt, sozusagen, was er umwandelt, wenn ich das nehme und esse, dann geht's mir gut. Alles klar. Und dadurch sind dann Verbindungen entstanden, sogenannte Symbiosen. Es gab eine
eine Schicht, die ließ das, was die Zelle, Quatsch, das Atom oder die Zelle 1 brauchte, ließ es durch, aber alles andere blockte sie ab. Es war die erste Zellschicht geboren, sozusagen, und Sekunde. Und danach ging es dann weiter und immer weiter. Flups.